Hallo erstmal, können Sie uns Ihren Namen verraten? Stefan Braun und ich bin der Pressesprecher der Ortsfeuerwehrstadt. Was ist hier vorgefallen? Wir haben heute Donnerstag nach Pfingsten und Donnerstag nach Pfingsten ist für die Feuerwehren im Stade immer ein ganz besonderes Datum. Im Jahr 1659 sind zwei Drittel der Stadt abgebrannt durch ein großes Feuer. Und seit vielen Jahren gedenkt die Stader Feuerwehr mit all ihren Ortsfeuerwehren diesen Brand. Und Donnerstag nach Pfingsten machen wir also eine große Übung. Das Besondere daran ist, im Gegenzug zu sonst, wo wir natürlich immer versuchen, Schaulichtung so ein bisschen fernzuhalten, ist es hier heute ausdrücklich erwünscht, dass die Leute hier sind, ganz nah dabei, soweit es natürlich auf Sicherheitsgründen geht, damit sie mal die Feuerwehr der Arbeit sehen. Mit wie vielen Kräften sind Sie jetzt hier vor Ort? Wir sind hier ungefähr 150 Kräfte, alle Ortsfeuerwehren der Stadt, das heißt die beiden Flüge der Ortsfeuerwehr Stade, die Ortsfeuerwehr Hagen, Wiebenkaden und Wiebenkaden. Wir sind hier an der Grundschule am Burggraben und wir haben uns bemüht, hier auf ziemlich engem Raum ein Szenario oder mehrere Szenarien darzustellen, halt auch für die Bevölkerung. Wir haben einmal hier eine Brandbekämpfung, Menschenrettung, zum Teil über Drehleitern oder tragbare Leitern. Wir haben in der Straße hier unten einen Verkehrsunfall simuliert, wo aus zwei Fahrzeugen Personen rausgerettet wurden. Und wir haben, weil wir hier direkt im Burggraben haben, unsere Tauchergruppe im Einsatz, die also eine simulierte Personensuche oder Gegenstandssuche hat. Wie lange dauert die Planung so einer Übung? Die Planung der Übung dauert schon einige Wochen. Der Ablauf ist natürlich immer ähnlich, weil alle Feuerwehren sollen eingebunden werden und das läuft sehr häufig auf ein ähnliches Szenario hinaus. Allerdings die Örtlichkeiten sind immer sehr unterschiedlich. Wir sind jetzt hier im Innenstadtbereich und da haben wir enge Straßen, das haben wir auch zu Beginn der Übung gesehen, dass wir also gar nicht so einfach mit all unseren Fahrzeugen hierher kamen. Das erfordert dann immer schon so eine besondere Vorbereitung. Der Übungsablauf ist eigentlich immer sehr ähnlich. Kann es sein, dass noch andere Kräfte nachgefordert werden oder andere Gruppen? Wir haben das hier so, dass die Ortsfeuerwehr Stade mit dieser Übung beginnt und dass wir dann, damit das auch einen vernünftigen Aufbau ergibt, die anderen Ortsfeuerwehren nachgefordert werden. Wir haben diesmal auch eine kleine Einheit Rotes Kreuz dabei, die uns bei dem Unfallszenario unterstützt. Aber es ist eigentlich eine Übung der Stader Ortsfeuerwehr. Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr gerne.